Hey Leute und herzlich willkommen, ich bin's Elias und für euch ein weiteres Video für euch. Heute bin ich mal wieder nicht alleine, sondern mein guter Kumpel Crymax ist mit dabei. Hey yo Leute, Crymax hier. Genau, und wir haben uns gedacht, beziehungsweise ich habe mir gedacht, dass ich euch heute mal ein paar Kindheitsbilder von mir zeige. Ich habe euch auf meiner Facebook-Seite gefragt, ob ihr darauf eben Bock habt. Und viele von euch wollten das Ganze sehen. Es sind ein paar Babybilder, aber dann später werden es dann so Bilder, wo ich 14, 15 und sowas war. Und ihr werdet euch dann denken, was für ein fetter Hurensohn. Oder wie hässlich ich halt eben damals war. Weil das ist wirklich nicht mehr nett, wie ich damals rumgelaufen bin. Ich werde euch auch erklären, warum ich so rumgelaufen bin und so weiter. Aber ich würde sagen, fangen wir direkt an. Bist du bereit? Ah ja, immer. Also, iCrimex sieht jetzt eben auch immer die Bilder, wenn ich sie ihm hier zeige und da kann er dann eben seinen Senf dazu geben. Der wird mich bestimmt die ganze Zeit auslachen, aber fangen wir einfach mal an. Also hier kannst du mein erstes Bild schon selber sehen, oder? Ja, wie alt warst du da? 3 Jahre. Ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ihr könnt da jetzt schon sehen, also das ist ja eigentlich, weil ich jetzt noch ziemlich jung war, kann man eigentlich das als süß bezeichnen, aber da habe ich schon ziemlich lange Haare gehabt. Und unten links kann man sehen, wie ich gepennt habe. Also ich hatte damals eben schon lange Haare. Ich bin damals aufgewachsen bei meinem Vater, bei meiner Mutter, bei meinen zwei Geschwistern eben. Und da war eigentlich noch alles ganz okay. Stimmt, du hattest voll die hellen Haare früher, ne? Ja, ja, und auch extrem die langen. Schau dir mal das Bild an zum Beispiel. Das ist auch richtig krass. Ich konnte mir da Zöpfe machen. Ich habe nur meine Haare selber gegessen. Das war krass. Man kann da eigentlich nicht erkennen, ob ich jetzt ein verficktes Mädchen bin oder ein Junge, Alter. Ganz ehrlich. Das ist richtig krass, finde ich. So, und dann einen kurzen Sprung machen wir jetzt. Und da war ich, was weiß ich, vielleicht so, wie alt war ich da, 11 oder 12. Aber wir können auch hier sehen, dass ich da immer noch voll die langen Haare hatte. Und das ist einfach richtig krass, finde ich. Auch was ich immer so anhatte, Alter, wenn ich heute so rumlaufen würde, ich würde niemals rausgehen. Also es ist richtig, richtig peinlich irgendwie. Aber im Nachhinein denke ich mir halt. Scheiß drauf, Alter. Ich denke halt im Nachhinein wirklich, heute sehe ich anders aus. Damals war ich zwar übelst erspassend, übelst hässlich, aber Hauptsache ich sehe heute nicht mehr aus. Und deswegen aber dein Gesicht, also man kennt dich von an deinem Gesicht, das ist immer noch so. Nur halt ja, in anderen Haaren. Ja, damals schon hässlich und heute immer noch, Alter. Okay, und dann jetzt kommen wir hier zu dem Bild. Das war in Griechenland. Bestes hier sowieso, Sandalen erstmal am Start. Eigentlich habe ich die Scheiße mit Socken getragen. Oh mein Gott. Sandalen mit Socken, beste, Alter. Oh shit. Aber immer noch voll die Wookie-Haare, Mann. Ja, Mann, richtig, richtig krass. Und das Ding ist halt, dass sich meine Eltern getrennt haben. Keine Ahnung, wie alt ich da war. Und dann bin ich bei meiner Mutter und bei meiner Schwester aufgewachsen. Nicht bei meinem Bruder oder Vater. Das heißt, also ich war nur mit Frauen im Haushalt. Und ich glaube ganz ehrlich, meine Mutter wollte eine zweite Tochter haben, Alter. Ich verstehe bis heute noch nicht, wieso die mich mit so langen Haaren rumlaufen ließ, weißt du? Also, das geht gar nicht. Ach du Scheiße. Das ist richtig, richtig krass. Aber das ist jetzt erst der Anfang. Jetzt kommen die richtig peinlichen Bilder. Oh mein Gott. Da habe ich mich dazu entschlossen, meine Haare kurz zu schneiden. Ich hatte auch mal so 2 cm Schnitt, was dann auch viel hässlicher war irgendwie als die langen Haare. Da kam das Testosteron ins Blut, Alter. Du denkst dir bestimmt gerade, Alter, what the fuck, was mit dem los? Aber okay, also ihr könnt hier sehen, ich hatte da eben noch kurze Haare. Ich bin ja auch so in die Schule gegangen und so weiter, das musst du dir mal geben, gell, weil wie peinlich das eigentlich ist. Jetzt weiß ich im Nachhinein auch, wieso ich praktisch nie was mit einem Mädchen hatte in der Realschule und so weiter. Also richtig krass, wie ich einfach so rumgelaufen bin und irgendwie wusste selber nicht, dass ich da einfach hässlich bin. Also ich habe gewusst, dass ich nicht gut aussehe, aber dass ich so hässlich bin, habe ich einfach nicht gesagt. Ich komme zu einem meiner Lieblingsbilder. Okay, komm, übertreib mich. Da war ich im Urlaub und da hat mein Bruder, ich habe gepennt, gell? Mein Bruder nimmt einfach Sand. Alter, oh mein Gott. Und macht meinen ganzen Körper und natürlich auch meinen Mund voller Sand, Alter. Das war auch richtig geil. Dann bin ich auf einmal so aufgewacht, habe gespürt, da ist was in meinem Mund. Und ich habe erstmal Sand verschluckt, Alter. Richtig asozial. Aber egal, kommen wir zum nächsten Bild. Ich hatte auch immer, wie schon gesagt, die besten Kleider an, immer schön in Lila rumgelaufen, richtig, richtig schlimm. Digga, das ist voll das Pedo-Grenzen. Oh mein Gott, Alter, und ich hatte damals einfach auch noch viel mehr Pickel als heute, aber das kann man auf dem Bild jetzt nicht so sehen. War auch richtig krass. Hier auf dem Bild habe ich zum Beispiel gepennt, dann habe ich meine Haare wieder ein bisschen länger wachsen lassen, wie du jetzt hier sehen kannst. Und das war auch immer ziemlich witzig und das war in einem Flugzeug. Und im Laufe der Zeit habe ich meine Haare dann wieder richtig lange wachsen lassen und habe mich dann dazu entschlossen, zum Justin Bieber zu werden, Alter. Wenn man auf dem Bild hier sehen kann, habe ich gepennt. Digga, früher war jeder Justin Bieber, Alter. Das war jeder krass. Hatte diese scheiß Frisur. So habe ich früher das auch ausgesehen. So, das daneben ist übrigens mein großer Bruder. Und
Ich feiere das einfach so, wie ich scheiße rumgelaufen bin. Richtig, richtig schlimm. Und hier zum nächsten. Das ist auch ein richtig geiler Blick. Also zu meiner Verteidigung. Ich habe das extra gemacht, gell? Oh shit. Also extra so eine Binettenblick. Sieht natürlich auch richtig, richtig sexy aus. Scheiße. Alter, wenn meine Ex-Freundinnen das sehen, die denken sich dann auch, what the fuck? Mit was habe ich da rumgemacht oder so eine Scheiße? Keine Angst, das beste Alter. Bild kommt zum Schluss, Alter. Das beste Bild kommt zum Schluss. So, hier hatte ich dann wieder meinen Justin Bieber-Look, gell? Auch ziemlich cool natürlich. Alle 2 Sekunden habe ich meine Haare so gerichtet, weißt du, immer mit meinen Handen. Ja, immer Hand früher hat man so seinen Kopf so hin und her geschüttelt, weißt ja, du, das war damit die Haare besser. So wie so ein Spasti. Ja, genau. So, und jetzt kommt eben, das Bild ist alles top, Alter. Das auch, gib dir das. Da hatte ich dann wieder richtig lange Haare. Ich schwöre, Alter, wie so zum Fick bin ich damals so rumgelaufen. Das ist richtig, richtig Alter, schlimm. Scheiße, Mann. Ich bin ja heute jetzt praktisch immer noch übelst der hässliche Spaß, aber zum Glück nicht mehr so wie damals, Alter. Das ist richtig, richtig, richtig krass, Alter. Einfach. Aber ohne Scheiß, ich weiß gar nicht, so schlimm ist es eigentlich auch nicht. Ich meine, jeder sah irgendwie früher so richtig behindert aus. Ja, aber weißt du, ich bin einfach mit so extrem langen Haaren. Bei manchen Leuten oder bei manchen Jungs sehen lange Haare ziemlich gut aus, aber keine Ahnung, bei mir war das richtig komisch. Ja, mein Bruder hatte die ganzen Bilder geschickt, gell? Und ich habe gar nicht gewusst, dass die Bilder existieren, Alter. Ich hab fast geweint, weil ich so rumgelaufen bin. Richtig krass auf jeden Fall. Ja, und vor allem früher dachte man so, es ist cool, wie man rumläuft. Ja, gell? Ich bin einfach, oh Gott, Alter, ich bin einfach immer so rumgelaufen. Das ist richtig schlimm. Im Nachhinein schäme ich mich richtig dafür. Keine Ahnung, wieso das bei mir so schlimm ist. Aber du, wie sahst du eigentlich damals aus? Hattest du auch, du hattest keine langen Haare, oder? Doch, doch, statt genauso wie du. Okay, jetzt nicht so extrem lang wie auf dem letzten Bild, aber jeder hatte doch irgendwie früher so diese komische Justin Bieber. Ich hatte vor allem auch voll die dicken Haare, Alter. Das war auch richtig schlimm, Mann. So ein richtiger Mopf obendrauf auf meinem verkickten Kopf, weiß nicht. Im Prinzip sah ich aus wie du, bloß so mehr Oversize-Shirts. Ich hatte früher so voll den Skater-Trip, mal bin ich nur Skateboard gefahren, hatte immer so voll die Röhrenjeans an, so wie die letzte Schwuchtel und so Oversize-Shirts, weißt du, so voll schlimm. Oh mein Gott, ey. Ah ja, wir hätten damals bestimmt gut zueinander gepasst, no homo. Junge, Alter, wir wären die größten Spastis auf der Schule, Mann. Wir wären die hässlichsten Opfer, die rumlaufen und hätten uns übelst gefühlt dabei. Ja, ich wundere mich, wieso ich damals eigentlich nicht gemobbt worden bin. Irgendwie war meine Klasse gnädig zu mir. Oh, richtig Mann. Krass auf jeden Fall. Naja, ihr wolltet auf jeden Fall ein paar Kindheitsbilder von mir sehen. Ihr konntet sie jetzt sehen, beziehungsweise Bilder aus meiner Jugend. Und ja, ich weiß, wie schon gesagt, es war damals richtig krass, wie ich rumgelaufen bin. Ich habe halt ein Bild auf Facebook gepostet, eins, was ich euch vorhin auch gezeigt habe, und ihr habt euch über den Arsch abgelacht und deswegen wolltet ihr eben auf jeden Fall mehr von diesen Bildern sehen. Auf iCrimex gibt es übrigens auch ein Video, das könnt ihr natürlich auch abchecken. Link zu seinem Kanal und zu seinem Video könnt ihr oben in der Videobeschreibung finden. Also checkt auf jeden Fall seinen Kanal ab, wir machen aber da auf seinem Kanal wieder so Frauentipps-Video. Genau, das kam mir schon verdammt gut bei ihm an und falls ihr da was lernen wollt, dann checkt auf jeden Fall seinen Kanal ab. Kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Und möchtest du noch irgendwas sagen? Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Und nochmal an euch danke fürs zu Ende schauen. Und ja, gebt dem Video einfach ein Like. Ne? Ihr wisst, für einen größeren Bizeps. Oder wenn ihr Amix damals hässlich fandet, dann lasst auf jeden Fall auch ein Like da. Ich bin jetzt an der Stelle einfach raus. Bis dann. Haut rein, Leute. Euer Crimex. Genau. Ciao, haut rein und vergesst auf jeden Fall nicht, iCrimex abzuchecken. Oh, danke. Yeah. Ba ding da 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 da